Hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute mit dem kleinsten SUV aus dem Hause Skoda, dem neuen Skoda Kamiq. Und was der so heute kann und ob er nicht vielleicht sogar besser ist als der VW T-Cross, das wollen wir heute herausfinden. Wenn ihr dranbleibt, wie immer, ich stelle euch das Auto von außen vor, ich stelle euch das Fahrzeug von innen vor, ich zeige euch die Platzverhältnisse, auch für euch da draußen als Familienväter, wie familientauglich der Wagen ist. Und zum Schluss, nach dem Fahrbericht, gibt es natürlich die entscheidende Frage, kaufen oder nicht kaufen. Und ihr da draußen, kommentiert bitte immer schön, liked das Ganze und abonniert den Kanal. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Skoda Kamiq. Die Front des Skoda Kamiq fügt sich perfekt ins Markenbild der SUVs der Marke Skoda ein. Warum? Ganz klar, wir haben einen freundlich dreinblickenden Kühlergrill. Die LED-Tagverlichter, die auch die Blinker beinhalten, sind mit dem Kühlergrill quasi optisch verbunden und ziehen das ganze Design in die Breite, sodass das Auto vor einem tatsächlich breiter steht, als es im Endeffekt auch ist. Darunter die fast schon klein wirkenden Hauptscheinwerfer, hier in Voll-LED-Technik ausgeführt. Unsere Ausstattungslinie ist die Ausstattungslinie Style, die wir haben. Es gibt auch noch die Ausstattungslinien Active, Ambition, das sind die darunterliegenden, sowohl als auch darüber die sportliche Monte Carlo Version. Da kriegen wir dann die ganzen Applikationen hier in schwarz hochglänzend ausgeführt. Also wer hier so ein bisschen den sportlichen Touch haben möchte, der ist mit der Monte Carlo Variante auf alle Fälle besser aufgehoben. Hier, jetzt kommen wir aber zu unserem Style zurück. Mit 4,24 Metern ist das SUV zwar aufbauend auf der MQB A0 Plattform, das ist die kleinste Plattform, die Volkswagen hier im Angebot hat, auf der auch der VW Polo bzw. in unserem Fall der Skoda Scala basiert. Und genau hier kommt jetzt das nächste Entscheidende zum Tragen. Er ist der Zwillingsbruder vom VW T-Cross, hat allerdings einen verlängerten Radstand, nämlich auf 2,65 Meter, damit 10 cm mehr Radstand, als es der T-Cross, den ich euch vorgestellt habe, bietet. Somit zeichnet sich da schon mal ein kleiner Unterschied offensichtlich ab. Ob er den auch umsetzen kann, das wollen wir uns dann natürlich gleich anschauen, wie die Innenraumverhältnisse sind. Am Heck kommt wieder das neue Skoda-Gesicht zum Tragen mit diesen hängenden Rücklichtern. Ich persönlich finde, das hat so ein bisschen was von Angela Merkel mit ihren hängenden Mundwinkeln. Ich finde das einfach noch nicht so schön, genauso wie ich jetzt kein Freund davon bin, hier diesen Skoda-Schriftzug groß auf den Heckdeckel zu kleben. Mir wäre es lieber das Markenlogo drauf. Den Schriftzug finde ich ganz schön wieder, den Kamiq. Ansonsten gibt es hier auch nichts Besonderes. Da unten so eine kleine Andeutung von Auspuffendrohren könnte man jetzt erahnen. Ich sehe es jetzt eher als schlicht und ergreifend einfacher Diffusor. Nichtsdestotrotz schauen wir uns einfach mal an, was sich hinter der Kofferraumklappe verbirgt. Das Kofferraumvolumen vom Skoda Kamiq umfasst 400 Liter im Standardbereich. So wie wir es jetzt hier sehen, doppelter Laderaumboden nach ganz unten gelegt. Erweiterbar auf 1.395 Liter, wenn wir die
Rückenlehne im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umlegen. Wer jetzt das VW T-Cross Video gesehen hat, der wird wissen, der T-Cross, der aber kleiner ist, hat ja 455 Liter maximales Stauraumvolumen. Ja, wie kriegt er das denn hin, wenn er dann kleiner ist? Ganz einfach. Die Volkswagen-Leute haben sich gedacht, hey, wir geben unserem T-Cross einfach eine verschiebbare Rücksitzbank. Die behalten wir auch uns als einzigen vor. Und dann haben wir einen tolleren Kofferraumwert. Einfache Sache, hätte man gedacht. Ist auch so. Nur kommt als Skoda einfach daher und sagt, hey, ich habe auch unsere Simply Clever Details. Und welche sind das? Hier, ganz einfach, Innenraumbeleuchtung wird zur LED-Taschenlampe. Oder aber die Top-Teeter-Haken können mit einem einfachen, robusten Kleiderhaken versehen werden, sodass noch mehr Verzurrmöglichkeiten hier entstehen. Wir haben noch eine 12-Volt-Steckdose hier, Kleiderhaken, das Warndreieck hat eine Position, hier noch kleine Ablagefächer sowie diverse Netze, unter anderem hier an der Hutablage, wo wir dann auch noch kleine Sachen gut und sicher verstauen können. Haben wir die Rückenlehne umgelegt und den Laderaumboden nach oben gestellt, so wie hier, dann haben wir natürlich unseren Standard-Kofferraum. Der ist jetzt die wichtige Frage, ist er denn gut nutzbar und wie breit ist er denn? Also, Maßband nehmen und wir schauen jetzt einfach mal nach, was hier so angegeben ist. Reinhängen das Ganze, schön rüberziehen gerade und was haben wir? Ja, knapp über 100 cm Innenraumbreite, dann Innenraum, dann die Tiefe von unserem Kofferraum haben wir hier, ja, maximal knapp 71 cm hier drinnen. Und wie hoch ist das Ganze unterhalb des Laderaumrollos? Na, das schauen wir uns jetzt auch an. So, und das sind knappe 44 cm. Die 44 cm können wir natürlich erweitern, wenn unser doppelter Laderaumboden wieder nach unten geht. Dann haben wir hier maximal nämlich 56 cm. Also 12 cm können wir noch mal gewinnen mit dem doppelten Laderaumboden. Also Trick 17 angewendet, Heckklappe zu, wir schauen uns den Innenraum an. Schauen wir uns jetzt den Fond unseres Skoda Kamiq einmal genauer an. Die Tür schließen wir hinter uns, sonst zieht es immer so. Ja, ich sitze hier ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Natürlich, ich bin mit 1,78 jetzt vielleicht nicht groß, habe aber ein durchaus dickes Bäuchlein und nehme auch ein bisschen mehr Platz normalerweise in Anspruch. Ja. Ich bin auch etwas breiter, das heißt also, so ein Kindersitz ist durchaus so breit wie meine Wenigkeit. Die können wir dank Isofix an den Außenpositionen sowohl als auch am Beifahrersitz befestigen. Das ist sehr praktisch. Wir haben hier Luftausströmer, finde ich auch sehr, sehr gut. Optional gibt es noch eine Sitzheizung für die Fondpassagiere und hier unten, da ist die Klappe auch zu, würde es noch optional zwei USB-C-Anschlüsse geben. Sollte man natürlich nehmen, wenn man schon mit Kindern reist. Kopffreiheit gibt es hier genügend für mich. Auch ein schönes, riesiges Glaspanoramadach, leider nicht zu öffnen. Einfach nur eine Glasplatte mit einem Schwebehimmel drinnen, den wir zumachen können. Leider gibt es hier auch keinen Mittelarmlehne, wo man noch mal was ablegen könnte oder Getränkehalter. Dafür hat sich aber Skoda wieder etwas Cleveres gedacht. Naja, wir haben hier nämlich diese Sportsitze. Dann gibt es erst Sitztaschen zum einen. Zum anderen können wir hier unser Handy reinstecken. Auch praktisch, ne? Auch beim Beifahrer geht das wunderbar. Kleiderhaken gibt es hier noch. Sonnenschutzverglasung im Fond, aber keine Sonnenschutzrollos. Na gut, erreicht. Wichtiger, vorne links, da gehen wir jetzt hin. Ich habe es mir gemütlich gemacht hinter dem Lenkrad vom Skoda Kamiq. Ich sitze hier übrigens auf den Dynamic-Sportsitzen. Die sind hervorragend ausgeformt. Witzigerweise habe ich den Eindruck gehabt, dass sie nicht so langstreckentauglich sind wie die Standardsitze. Also ich hatte jetzt schon so ein bisschen nach gut anderthalb, zwei Stunden so ein bisschen vom Rücken Probleme. Ja, ich weiß, ich bin vielleicht nicht der Standardmensch. Dennoch irgendwie fühlten sie sich jetzt nicht so ideal an, wie ich sie finde. Die integrierte Kopfstütze passt von der Höhe. Leider gibt es auch hier wieder keine ausziehbare Schenkelauflage. Der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar, auch optional. Haben wir jetzt hier verbaut, finde ich ganz praktisch. Auch eine Lordosenstütze gibt es, auch in Ordnung.
Das Ledersportlenkrad mit dem perforierten Leder hier unten abgeflacht, kennen wir so auch aus diversen Skoda-Modellen und auch seit Jahren so, finde ich sehr gut. Klassisch mit den zwei Bedienwalzen, die wir hier haben. Links die Audiobedienung und Sprachsteuerung, rechts die Bedienung, Kombi-Instrument, Infotainment und Assistenzsysteme. Dennoch schauen wir uns jetzt eher mal das digitale Kombi-Instrument an. Das optionale Virtual Cockpit bietet hier ein 10,25 Zoll großes Display, welches wir in der Ansicht variieren können über die Taste View, wie wir das auch schon kennen. Diverse Anzeigeoptionen bieten sich hier, eine beruhigte Anzeige, eine sportliche Anzeige oder aber eine klassische Anzeige mit Rundinstrumenten in der Mitte. Der Bordcomputer, den wir dann auch durchaus einzeln durchblättern können, so wie wir es aus jedem Skoda-Modell bereits auch kennen. In der Mitte bietet sich uns dann ein offensichtlich riesiger Flachbildschirm gefühlt schon. Ja. Es ist aber tatsächlich nur ein 9 Zoll großes Display mit Direktwahltasten. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, auflösendes Display, was hier verbaut ist. Also alle Achtung, das ist auch in meinen Augen besser als was Volkswagen hier verbaut hat im T-Cross. Sehr schön das Ganze. Wir haben natürlich die Direktwahlmöglichkeiten für die einzelnen Menüs. SmartLink ist auch verbaut, das heißt also Apple CarPlay oder Android Auto gibt es hier ebenfalls. Immer noch sehr schön ist für mich dieser Home-Bildschirm. Unter der schweren Motorhaube, die wir mit einem einfachen Stab arretieren müssen, leider kein Niveaulift, arbeitet ein Dreizylinder, ja, wie so oft in solchen Fahrzeugklassen. Hier 1 Liter Hubraum, 115 PS stark, 200 Newtonmeter stemmt er auf die Kurbelwelle. Ja, das reicht auf alle Fälle für 10 Sekunden von 0 auf 100. Ist jetzt nicht sonderlich schnell, aber auch nicht sonderlich langsam. 193 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit und die macht er ganz locker flockig. Das ist ganz ordentlich. Der Motor arbeitet extrem ruhig, vibrationsfrei oder fast schon vibrationsfrei, kann man sagen. Er ist super gekapselt. Selbst auf der Autobahn bei 160 hört man von dem Antrieb nichts. Erst einzig, wenn er tatsächlich kalt ist und die Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat, dann hört man so ein bisschen noch das Dreizylinder-Schnarren. Gekoppelt ist er hier übrigens an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, welches tatsächlich immer etwas rau arbeitet, auch bis es seine Betriebstemperatur mal erreicht hat. Auch das verzögerte Ansprechverhalten ist hier immer noch wieder zu verzeichnen gelegentlich. Ich bin ja kein DSG-Fan, das wisst ihr da draußen. Nehmt es mir nicht so übel. Ich weiß aber, es gibt genügend Fans da draußen, die das Getriebe mögen. Aber schreibt mir mal unten, seid ihr Handschalter oder Doppelkuppler? Witzig, Simply Clever hört ja nicht nur hinten im Kofferraum auf oder in den Innenraum, sondern wir haben es auch im Motorraum. Skoda hat sich hier was Cleveres gedacht und zwar Wischwasser müssen wir eh alle nachfüllen. Und wenn wir es schon haben, dann haben wir hier so einen schönen Trichter. Ich finde das sehr, sehr cool gemacht. Hat was, da geht nämlich nichts daneben von dem kostbaren Waschwasser, was vor allem im Winter ja richtig teuer wird, wenn wir dann da Frostschutz mit reinfüllen müssen. So, Klappe zu und wir fahren. Auf die Länge kommt es drauf an, liebe Leute da draußen. Frauen wissen es, Männer wissen es, ich weiß es. Aber in unserem Fall geht es ja um den Skoda Kamiq und genau da kommt es auch auf die Länge an. Die Länge beim Radstand. Plus 10 cm hat der Kamiq ja gegenüber dem VW T-Cross. Und diese 10 cm sind die Überlegenheit, die der Kamiq hier gegenüber seinem Mitbewerber aus dem Konzern tatsächlich ausspielt. Auf der Straße zeigt er nämlich sich deutlich komfortabler, wesentlich ausgewogener. Er liegt auf der Autobahn einfach ruhiger.
Stöße werden besser rausgefiltert. Lediglich Querfugen oder wirklich tiefliegende Kanaldeckel, naja gut, die spürt man da halt dann noch. Auch ist die gesamte Akustik hier im Fahrzeug wesentlich besser gedämmt als noch im T-Cross, wie es mir auffällt. Das Geräuschniveau ist einfach insgesamt niedriger. Das liegt jetzt vielleicht ein bisschen am 7-Gang DSG, was natürlich nochmal die Drehzahlen wesentlich absenkt gegenüber dem 6-Gang Handschaltgetriebe oder gar dem 5-Gang Handschaltgetriebe beim 95 PS TSI, den sowohl der Kamiq als auch der von mir gefahrene T-Cross hatte. Natürlich fällt hier auch dann noch der Motor positiv mit auf, der ja sehr, sehr ruhig und fast schon vibrationsfrei seinen Dienst hier verrichtet. Er schafft es auch dazu, diesen Komfortgedanken noch weiter zu verstärken, da er sehr, sehr ruhig läuft, auch im oberen Drehzahlband. Er wirkt nie wirklich extrem angestrengt hier mit dem kleinen Kamiq. Nein, er macht alles wirklich sehr, sehr souverän, so wie er hier zu Werke geht. Auffällig dann auch, wenn man den Wagen wirklich komfortabel bewegt und auch ruhig bewegt, so wie sein Charakter es auch möchte, dann schafft man sogar hier auch Werte von 4 Komma auf der Anzeige. Das ist auch gar kein Problem. Ein Thema hatte ich allerdings vergessen hervorzuheben und das ist beim Infotainment-System. Da bietet der Skoda Kamiq nämlich einen weiteren großen Pluspunkt gegenüber seinem Konzernbruder, dem T-Cross oder dem Arona von Seat. Denn er bietet hier das kabellose Apple CarPlay an gegen Option. Und zwar mit dem SmartLink Wireless ist es tatsächlich so, ihr nehmt euer Smartphone, schaltet WLAN und Bluetooth ein, legt es in die Induktivladeschale und schon habt ihr Apple CarPlay, ohne dass ihr das Kabelgedöns hier umeinander ziehen müsst. Das heißt, es braucht den USB-C-Adapter nicht. Und nächster Vorteil natürlich ganz klar, es wird sogar auch der komplette Bildschirm dazu benutzt und die Auflösung ist vorzüglich. Ab 18.300 Euro geht es los für den Skoda Kamiq mit dem Basismotor 95 PS als Active. 26.000 Euro kostet dann schon unser gefahrener Style mit 115 PS und 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Der Testwagen, so wie er dasteht, liegt dann bei knapp über 33.000 Euro. Ja, um das Ganze jetzt mal preislich einzuordnen. Das sind 1.500 Euro mehr als ein vergleichbarer VW T-Cross. Billigheimer ist da nicht mehr bei Skoda. Im Gegenteil, das waren sie ja noch nie. Aber es ist schlicht und ergreifend so, die Marke Skoda hat sich mehr in den Premium-Bereich und auch preislich mehr in den Premium-Bereich entwickelt. Man muss sagen, diese 1.500 Euro spiegelt er aber auch wieder. Er ist das cleverere Fahrzeug, er fährt sich komfortabler, er hat auch mehr Platz auf der Rückbank und am Ende ist die große Frage natürlich, wer macht das bessere Angebot oder wer gefällt einem besser? Schreibt mir das jetzt mal unten in die Kommentare. Seid ihr Volkswagen-Kunde oder seid ihr Skoda-Kunde? Oder sagt ihr, nee, mit VAG brauche ich gar nichts. Ich hole mir was völlig anderes, weil das Geld spielt eh keine Rolex. Dann schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare. Wichtig ist, liked das Ganze, abonniert den Kanal und ich sage vielen Dank an Daniel vom Driveblog, bei dem auch mal unten vorbeischauen, fürs Filmen. Und somit tschüss und Servus aus Ingolstadt heute mit eurem Ubi.